Ja, das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes der Erde lädt ein zu dem einzigen Ort der Erde, wo man 10 bis 100 Mal mehr Glücksmomente und Glückserlebnisse erleben wird können. Die Grundlage dafür sind ja unten auch verlinkt unser zweibändiges Lehrbuch für Gemeinschaften. Denn alle, die das Buch nicht haben, die Bücher nicht haben, sind als zu wenig zu vernünftig zurückzuweisen, weil sie ja schon den Irrglauben im Kopf tragen, sie wüssten alles besser und alles schon, was der Weltrat in seinen 55 Jahren, was die einzelnen 20 Professoren in den 55 Jahren zusammengetragen haben an bahnbrechenden neuen Erkenntnissen über uns Menschen und die Welt sozusagen und über unser Leben. Und diese Illusion, also dieser Zentralirrtum, der bedeutet schon, diese Leute können wir ja schon mal gar nicht aufnehmen. Ne? Und jetzt gucke ich mal, wo es hier weitergeht. Ja, das Botschaftsgelände Köln, die Bücher selbst sind auch schon ein Glücksschub sozusagen, weil sich einen Schutzmantel zuzulegen und sich wehren zu können gegen die 30 großen Zentralirrtümer. Übrigens, jeder der bisherigen Käufer des Buches hat gesagt, ja, gut, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zentralirrtümer habe ich schon selbst geahnt. Da hätte ich das Buch vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Aber die anderen 23, 24, 25 Zentralirrtümer, auf die war ich voll reingefallen und auf die wäre ich auch den Rest meines Lebens weiterhin voll reingefallen, wenn ich nicht diese Bücher in die Hand bekommen hätte und dann begriffen hätte, wie alles wirklich ist und wie wir Menschen und die Welt wirklich sind, ja? Und welche Möglichkeiten wir da haben. Und das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes wäre der nächste Riesenglücksschub, weil wir dort schon mal wesentlich anders leben können als in dieser kranken, alles kaputt machenden Welt. Und dann im Gemeinwohlland können wir es natürlich dann auch perfekt machen. Außerdem werden dann die Botschaftsgelände dann wirklich auch vom Rechtsstatus her die Verfassung des Gemeinwohllandes ja wird ja auch in den Botschaftsgeländen gelten, so dass diese Außenstellen, diese Botschaftsgelände und das Gemeinwohlland dann diese optimalen Lebensbedingungen ermöglichen, sieht man mal davon ab, dass dann natürlich bei den Botschaftsgeländen die kranke Welt außenrum ziemlich nah ist und während im Gemeinwohlland dann natürlich eine Grenze dazwischen liegt und uns vor der kranken Welt durchaus ein gutes Stück schützt. Ja? So, kurze Pause. Ja, ich lese heute nur ein paar Kleinigkeiten. Menschen niedriger Intelligenz und Klugheit können die Paradoxien der sozialen Marktwirtschaften nicht sehen. Ihr Gehirn ist als Rechner ganz einfach überfordert, zu erfassen, dass die Sparten zum Beispiel innere Sicherheit zwangsläufig nicht bewusst Verbrecher ermutigen müssen, statt sie zu entmutigen, sollen interne Karrieren möglich sein. Gesundheitssysteme müssen Krankheiten vermehren, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Jede Sparte ist die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält, frei nach Karl Kraus. Ja, das heißt also, das schaffen Menschen niedriger Intelligenz und Klugheit nicht, dass sie diese Paradoxien verstehen können, dass im Gemeinwohlland die Paradoxien verhindert werden, indem die Sparten innere Sicherheit belohnt werden,
für das erfolgreiche Entmutigen des verbrecherischen Lebensstiles in der Gesellschaft. Und dass die Gesundheitssparten im Gemeinwohlland am meisten Geld bekommen und am meisten Karrieremöglichkeiten bekommen, wenn sie Krankheit fast völlig aus der Gesellschaft und aus ihrer Kundschaft beseitigen können und verhindern können, präventivmedizinisch. Ja? Aber das können Menschen niedriger Intelligenz und Klugheit nicht denken. Und Menschen niedriger Intelligenz und Klugheit können auch nicht verstehen, dass sie ohne die ersten Wahrheitsbücher der Erde vom Weltrat und den Next Scientists for Future, siehe unten die Links in der Infobox, wobei ich dazu sagen muss, dort können Sie im Verlag nur die kinderleichten Einführungen lesen. Alles das, wo Sie dazu lernen würden, dürfen Sie natürlich nicht kostenlos als Leseprobe lesen. Also Sie müssen sich klar sein, Sie müssen erstmal in der Lage sein, die kinderleichten Einführungen zu verstehen. Wenn Sie die verstehen, dann verstehen die klugen Leute auch, jetzt kommen dann auch die richtig schweren Sachen, wodurch ich völlig neu lerne, die Welt und mich und das Leben und die Menschen zu verstehen, sozusagen. Und also gehen Sie davon aus, wenn Sie das noch nicht erschreckt, was Sie in den Leseproben und in den Rezensionen lesen, dann warten Sie nur ab, bis Sie beide Bücher ganz gelesen haben. Dann werden Sie sagen, ja, also ich hatte mindestens 20 Riesenschocks, wo ich Opfer war von Zentralirrtümern und auch mein ganzes restliches Leben weiterhin Opfer von Zentralirrtümern geblieben wäre, wenn ich nicht diese beiden Bände gelesen hätte und so weiter. Und wie gesagt, ohne diese beiden Bände im Original in der Hand zu haben, kommt sowieso niemand weder in das BDGler rein, also weder ins Botschaftsgelände noch ins Gemeinwohlland selber rein. Ne? Also insofern müssen sie sich sowieso kaufen. Ne? So, der Film 2012, der gestern Abend wieder lief, in ZDF Neo war es, glaube ich, zeigt den Zentralirrtum der Niedergangssparten nochmal so richtig schön deutlich. Oh, es ist doch toll, wenn alle gerettet werden durch die Archen. Wir dürfen doch nicht hingehen dass nur den Reichen, den Fähigen, den Unternehmern, den Wissenschaftlern, den Kompetenten zu überlassen, sondern wir müssen doch auch all diese Massen, alle müssen doch müssen rein in die Arche, dadurch wäre die eine Arche beinahe völlig zerstört worden, weil man eben die ganzen Deppen und Unfähigen eben auch reingelassen hat und so weiter. Aber das ist eben dieser Zentralirrtum, dieser moralische Impuls. Du bist nur ein guter Mensch, wenn du immer alle retten willst. Auf den war ja auch der Weltrat und die Next Scientists for Future lange in gewisser Weise reingefallen, so unser Motto auch, alle zu retten. Lasst uns doch nur mal wenigstens die Klügsten und die Besten retten. Das alles andere ist ja gar nicht möglich. Die Dümmeren zu retten ist einfach faktisch unmöglich. Das geht nicht, denn dafür sind die zu dumm. Ne? Na gut. Also, denn hier weiter im Text, denn alle, der Zentralirrtum beinhaltet ja auch die Idee, denn alle seien doch fähig und klug. In Wahrheit brauchen wir uns doch nur die Natur anschauen. In Wahrheit hat die Natur lauter gesunde Mechanismen, dass nur die fähigsten Kinder bekommen dürfen. Und dann auch nur die fähigsten Kinder davon wiederum überleben dürfen. Die Sparten der sozialen Marktwirtschaft, die Niedergangssparten besonders, zerstören mit ihren Zentralirrtümern ZIs das Gesunde und machen alles kaputt, am Ende auch die ganze Erde. Nur Gemeinwohlwirtschaft kann retten und
in die Archen BDGLA, Botschaftsgelände des Gemeinwohllandes, dürfen nur die Fähigsten rein und nicht die durch die Zentralirrtümer der Spaten produzierten Wracks. Gestern hat wieder einer ein Buch gekauft bei meiner Öffentlichkeitsarbeit hier im schönsten Zentrum von Köln, im Kölner Süden. Diese Leute, die Klugen, die gucken neugierig, nehmen sofort ein Gespräch auf und kaufen das Buch auch, weil sie ahnen, dass sie noch dazu lernen könnten und müssen, ja, um diese Welt besser zu verstehen, ihr Leben besser zu verstehen. Aber die Dummen, die denken, die wissen alles. Also Mehrheiten, aber das kommt, glaube ich, gleich noch, Mehrheiten sind immer im Irrtum zu der Minderheit in der gaußschen Normalverteilung der Klugen. Ich gehe gerade mal rüber, aber das wird gleich noch kommen, gehe ich davon aus. Irgendwo muss es ja hier sein. Hier ist es. Ja, also das ist die große naturwissenschaftliche Wahrheit, dass Mehrheiten kriegen sie ja nur zustande, wenn sie sich auch mit solchen Menschen einig sind, mit den großen Massen. Und die sehen sie ja, die sind mitteldumm, mittelklug, mittelintelligent, das ist Durchschnitt. Aber die Klügsten sind natürlich immer viel weiter und sind etwas freier von Irrtümern. Also die Klügsten, in dem Fall Weltrat und Next Scientists for Future, diese 20 Professoren sind natürlich freier von Irrtümern und viel, viel klüger. Und bei Mehrheiten kriegen sie immer viele Irrtümer. Also die Mehrheiten irren sich notwendig und immer. Egal, ob das in Sportvereinen oder irgendwo anders ist, in politischen Gruppierungen und so weiter. Also diese ganzen Mehrheiten. Nur jetzt ist es halt so, dass es keine Alternative ist, jetzt sozusagen den Weg einer Diktatur zu wählen. Ja? Den Weg einer Diktatur zu wählen. Denn dann ist irgendwo immer die Gefahr, ja, dass dadurch dann die Diskussion fehlt und der Diktator völlig entgleist mit seinen Diktaturfreunden und das dann irgendwie wirklich ganz übel wird. Also Diktatur kommt überhaupt nicht in Frage. Da ist so eine Pseudodemokratie mit dummen Mehrheitsentscheidungen und mit von Irrtümern geprägten Mehrheitsentscheidungen immer noch weniger gefährlich als eine Diktatur, ja. Und ein Führerprinzip sozusagen aber man muss sich immer klar sein, dass die Klügsten immer ganz anders sind als die Mehrheiten. Die sind nämlich immer besser, aber im Gemeinwohlland werden diese Klügsten ja genutzt von den Politikern, denn da der Politiker danach bezahlt wird und Karriere macht, es wird ja gemessen im Gemeinwohlland. Stellen sich vor, im Gemeinwohlland 3 Bundesländer bis 10 oder 10 Bundesländer und dann entsprechend 3 bis 10 Landeskanzler wird ja in der Bundesliga der Landesregierung genau gemessen, welcher Politiker sozusagen welches Bundes, in welchem Bundesland entwickeln sich jetzt von den Wahlleitern gemessen. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner besser oder schlechter. Und danach wird die Rangliste erstellt und dann gibt es entsprechende Neuwahlen und so weiter. Und richtig Karriere machen natürlich nur die, die die Tabellen anführen, die Tabellenführer, die Meister sozusagen. Die machen richtig politische Karriere und das machen sie ja nur, indem sie die
Gruppe, die kleine Gruppe der Klügsten, auswerten und nutzen und ständig als Berater hinzuziehen, damit sie noch besser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner ihres Bundeslandes als Landeskanzler fördern können. Und dadurch haben wir dieses Problem gelöst. Also die Schwäche, dass die Mehrheiten immer so unfähig und inkompetent sind, das wird ja im Gemeinwohlland gelöst. Damit ist es halt so die optimierte Demokratie, die erste richtige, echte Demokratie. Aber kommen wir zurück zu dem Text. Ja, hier waren wir vorhin stehen geblieben. Nur Gemeinwohlwirtschaft, und zwar nur die von Weltrat und Next Scientists for Future, die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination oder GGK ganz kurz, kann retten und in die Archen BDGLA, Botschaftsgelände des Gemeinwohllandes, dürfen nur die Fähigsten rein und nicht die durch die Zentralirrtümer ZIs der Sparten produzierten Wracks. Also wir haben unheimlich viele Menschen auf der Erde. Von den 8 Milliarden Menschen haben wir wahrscheinlich 7 Milliarden, die in der Natur nie geboren werden, unter gesunden Gemeinwohlländerbedingungen, also doch teilweise nie geboren würden, wären und teilweise nie erwachsen geworden wären. Ja, wir haben also Milliarden von Menschen, die eigentlich nur produziert wurden und gezüchtet wurden, so wie verrückte Schmusehunde oder irgendwelche bizarren Katzen, verrückten Katzenviecher oder so, die nur gezüchtet wurden aus irgendwelchen verrückten Gründen. Genauso wurden diese 7 Milliarden Menschen nur gezüchtet und hergestellt quasi und produziert, weil es eben so viele Sparten gibt, die vom Niedergang eines Landes und von der Zunahme des Elends enorme Karrieremöglichkeiten als Profit haben sozusagen im normalen Tierreich hätte es solche Wracks nie gegeben und in gesunden Gemeinwohlgesellschaften wären diese Leute auch nie existent gewesen, ne? Also die wären überhaupt nicht existent gewesen, ne? Also, und dann geht's weiter hier im Text. Hunger, Not, Armut und Elend können überall in der Natur nur aussterben, wenn Betroffene, also von Hunger und so weiter Betroffene, kinderlos aussterben. Und das macht die Natur überall, nur nicht, wenn es Niedergangssparten gibt, die von der Zerstörung und der Erzeugung von Hunger profitieren können. Zum Beispiel die NGOs, die Non-Governmental Organizations, wir nennen sie auch Weltsozialsparten. NGOs, Weltsozialsparten können aber nur gut verdienen, wenn sie Hunger, Not, Armut und Elend züchten, zu Kindern verhelfen. Ja? Diese künstlich gezüchteten Massen von Wracks wären in einer gesunden Welt, in einer Gemeinwohlwelt oder in einer Wirtschaftssysteme freien Naturwelt nie erwachsen geworden. Sie müssen von den Archen ferngehalten werden, denn die würden natürlich das alles runterziehen und eventuell ganz zerstören. Ja, Mehrheiten sind immer relativ im Irrtum. Man sehe vor sich die gaußsche Normalverteilung, das haben wir vorhin schon gemacht, dann wird klar, dass Mehrheiten nicht ohne Durchschnittsmenschen möglich sind, die immer mehr Irrtümer in sich haben müssen als die Minderheit der Klügsten.
Mehrheiten leben immer in dem Irrtum, diese Erde sei eine Scheibe, zu jeder Zeit. Nur die Themen wechseln. Also natürlich glauben die Mehrheiten im Moment andere Irrtümer, nicht mehr, dass die Erde eine Scheibe sei, sondern andere neue Zentralirrtümer oder neue oder andere Zentralirrtümer jedenfalls. Aber die Mehrheiten halten sich immer für irrtumsfrei. Hauptschulabbrecher und Nazis, erinnern wir uns an die Nazis, ja, wissen alles besser als die wirklich Kompetenten und können alles. Je idiotischer kapitalistische Menschen sind, desto mehr wissen und können sie, jedenfalls in ihrer Selbsttäuschungswelt, alles. Ja, ja. Deswegen gilt also nochmal auch, wir alle sind total Opfer dieser kranken Welt. Einzige Rettung, leider nur für Klügste, Schutzmantel gegen ZIs und BDGler. Siehe unsere Bücher. Ne? Also es gibt nur diese drei Glückssteigerer. Schutzmantel durch unsere Bücher gegen die Zentralirrtümer der Menschheit, die 30 ganz großen, als Mindestanfang sozusagen. Und dann Botschaftsgelände Köln, Botschaftsgelände eines Gemeinwohllandes oder direkt Gemeinwohlland. Das sind die drei Möglichkeiten, die Menschen noch haben. Alle anderen, die jetzt denken, nein, ich mach's anders und bleibe woanders und ich laufe nicht schreiend weg aus dieser kapitalistischen Welt hin zu BDGler, die sind halt einfach im Irrtum und sind Opfer, die einfach Opfer bleiben müssen. Und die sind auch wahrscheinlich, gehören die zu den 7 Milliarden, die in einer gesunden Welt ja nie entstanden wären. Das sind die Wracks und Opfer und so weiter. Die müssen einfach irgendwie aussterben. Also auf jeden Fall dürfen die uns im BDG-Land niemals beschäftigen. Die dürfen weder rein noch irgendwas mit uns zu tun haben, denn die sind einfach nur schädlich und gefährlich in ihrer Dummheit und Unwissenheit und so weiter und in ihrem Bildungsmangel. Gestern wieder eine Frau gesprochen, ja, wo sich dann doch auch wieder rausstellte, nee, sie weiß alles, die hat nie was gelernt, nie was, aber diese Dummen wissen immer alles. Die wissen alles und da sind die ganz sicher darin, dass sie, wenn sie ihre Zentralirrtümer rausprosaunen und damit sich als Lobbyisten wieder Willen gebären, dann sind die ganz sicher, dass die im Besitz der absoluten Wahrheit sind. Und das sind halt diese Opfer und Wracks. Was wollen wir damit? Es geht nicht. Damit können sie nichts anfangen. Also wahrscheinlich muss man 7 Milliarden Menschen einfach vergessen und irgendwie müssen die einfach nur irgendwie aussterben oder irgendwie verschwinden. Aber das ist gut, das ist eine andere Frage. Aber es reicht uns ja erstmal, dass Gemeinwohlländer entstehen, in denen das dann beendet. Ja, nee, der einfachste Weg ist, dass man all diese Unfähigen und Dummen, diese ganzen Wracks und Opfer einfach kinderlos ein schönes Leben noch haben lässt und sie dann, wenn sich alle Länder in Gemeinwohlländer umwandeln würden, würden die dort automatisch verschwinden, ja, und würden einfach ohne Nachkommen bleiben. Ja, so wie ja auch viele Obdachlose ja auch lebenslang ohne Nachkommen bleiben. Also das ist ja nichts Besonderes, wenn Menschen ohne Nachkommen bleiben. Ne? So, Opfer und Wracks haben eine Haupteigenschaft. Sie wissen alles besser als die Klügsten der Erde. Halten sie sich doch ohne jeden Beweis selber für die Klügsten der Erde. Das ist immer so lustig, ja. Die Leute, die haben noch nie was gekonnt, aber sie wissen, die halten sich für die Klügsten der Erde. Je dümmer ein Mensch ist, desto mehr hält er sich für den Klügsten der Erde, obwohl er niemals super gut war im Abiturbereich, nicht zu den um die 1,0 kreisenden Ausnahmetalenten der Universität
Universitäten gehörte, nicht zig Professoren über deren Ausnahmetalent geschrieben haben, nicht herausragende Leistungen vollbracht haben und so weiter. Und trotzdem können diese Deppen alles. Ne? Das ist faszinierend, ne? Was der Kapitalismus für Opfer und Wracks produziert hat. 10.000 Opfer und Wracks kommen vorbei, die nichts und niemand retten kann. Dann kommt ein Kluger wie gestern und kauft das Buch. Mehr ist nicht drin. Und dann können wir noch hoffen, dass aus den Buchkäufern einige wenige dann resultieren, die wirklich geeignet sind für BDGler, ne? Für ein anderes, hundertmal besseres Leben. Ne? Und das nochmal zur Erinnerung. Ausschließlich und nur in den letzten 400.000 Jahren das Erfolgsmodell der Evolution. Gut, erstens, gute Absichten haben, bewusst. Zweitens, Zentralirrtum für Wahrheiten. Drittens, deswegen nicht bewusst Schlechtes tun. Viertens, dadurch die meisten Ressourcen gewinnen, zum Beispiel auch Zugang zu qualitativ hochwertigen Ei- und Samenzellen, Nahrung und so weiter. Fünftens, dadurch bestmögliche Vermehrung und Ausbreitung in der Evolution. Sechstens, Familientraditionen der Zentralirrtümer als Erfolgsmodell der Evolution. Deswegen ist die ganze Welt überzogen von diesen 30 riesigen Zentralirrtümern der Menschheit, die unser aller Leben Stück für Stück, Scheibchen für Scheibchen zerstören. Jeder der 30 Zentralirrtümer zerstört über 3% unserer Glückserlebnisse oder nimmt sie uns weg, raubt uns über 3% der uns eigentlich möglichen Glückserlebnisse und deswegen haben wir dann nur noch zwischen 1% und 10% der eigentlich möglichen und von der Natur für uns vorgesehenen Glückserlebnisse. Das Erfolgsmodell der Evolution im Gemeinwohlland und im BD, im Botschaftsgelände des Gemeinwohllandes, gute Absichten haben, bewusst. Zweitens, Wahrheiten, Freiheit von Zentralirrtümern für richtig halten. Drittens, nur gute Akte der Nächstenliebe tun. Viertens, dadurch die meisten Ressourcen, staatliche Verdienstzuschüsse, Steuervorteile und so weiter, gewinnen. Zum Beispiel auch dann wieder den Zugang zu qualitativ hochwertigen Ei- und Samenzellen, Nahrung und so weiter. Fünftens, dadurch bestmögliche Vermehrung und Ausbreitung in der Evolution. Sechstens, Familientraditionen der Freiheit von Zentralirrtümern als Erfolgsmodell der Evolution. Ja. Ja, und dann zum Schluss noch, es ist ja so ein ganz beliebter Zentralirrtum in vielen Bereichen der Welt, dass Abtreibung Mord sei, genauso wie es ja in vielen verrückten Bereichen der Welt darum geht, alle Sexualität zu unterdrücken, auch Homosexuelle, Bisexuelle, alles Mögliche, also die ganzen Spielarten der Sexualität zu unterdrücken, sozusagen. Und genauso ist es da, geht es darum, die Abtreibung, das Naturrecht der Frauen, mein Bauch gehört mir, meine Kinder gehören mir, meine Jugendlichen gehören mir, ich allein entscheide, was mit mir geschieht, nämlich meinen genetischen Ablegern, meinen Kindern geschieht, das entscheide ich als Frau allein. Dieses Naturrecht wird ja untergraben durch Zentralirrtümer von den Niedergangssparten im Kapitalismus. Ne? Und dieser Zentralirrtum, Abtreibung sei Mord, ist Mord, das
Ja, das ist ein herrlicher, vorteilbringender Irrtum, VI, für viele Niedergangssparten, weil er das Naturgesetz, Frau bestimmt ganz allein über Leben oder Sterben von sich selbst ist gleich ihre eigenen Kinder, unterdrückt, wodurch dann großer Kundennachwuchs erwächst. Arbeits-, Obdachlose, Arme, Kranke, Verbrecher, Gewaltopfer und so weiter. Kundschaft. Juhu, ja. Also quasi, und das erklärt ja, warum wir eben auf der Welt 7 Milliarden Menschen haben, die eigentlich gar nicht leben sollten, ja, gar nicht geboren werden sollten, weil die gezüchtet wurden von den Sparten, die vom Niedergang leben und die also aus der Züchtung von Arbeitslosen, Obdachlosen, Armen, Kranken, Verbrechern, Gewaltopfern und so weiter, also aus der Kundschaftszüchtung der Niedergangssparten resultieren. Und da haben wir 7 Milliarden Menschen auf der Welt und die eigentlich nur als Kundschaft für diese Niedergangssparten produziert und gezüchtet wurden. Das sind das, was ich Opfer und Wracks nenne, ne? Im Kapitalismus geht's im Gegensatz zum Gemeinwohlland, Gela, um die Verwandlung der Menschen in Opfer. Also in Kundschaft, Kundschaft. Auch ich als Ausnahmetalent der Wissenschaft war über 30 Jahre lang nur Opfer. Unser neues Buch, in 2 Bänden, stellt den Rubikon dar, den Grenzfluss. Mit den 2 Bänden kann man wechseln vom Opferdasein zum Dasein als Mensch. Ja, so viel für diese kleine Sonntagspredigt heute. Tschüssi, bis bald.